Herzlich willkommen zum nächsten Erklärvideo. Heute geht es um Rechnen mit Größen. Als allererstes müssen wir uns einen ganz wichtigen Satz merken. Man kann Äpfel und Birnen nicht addieren. Das sollte man sich merken. Man kann Obstteile dazu sagen, aber man kann nicht hinterher Äpfel oder Birnen dazu sagen. Das bedeutet, grundsätzlich lassen sich nur gleiche Einheiten addieren oder auch subtrahieren. Wenn ich verschiedene Einheiten der gleichen Größe habe, dann kann ich die dazu ineinander umwandeln. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Ich möchte 13 Meter und 7 Zentimeter addieren. Das gehört zur gleichen Größe, es sind nämlich beides Längen. Deswegen kann ich sie, wenn ich die Einheiten ineinander umgewandelt habe, auch addieren. Unsere 13 Meter wandle ich hierzu zunächst in Zentimeter um, das sind 1300 Zentimeter. Und jetzt kann ich die 7 verbleibenden Zentimeter natürlich ganz gut dazu addieren, das sind 1307 Zentimeter. Wenn ich das jetzt nochmal wieder in Meter umrechnen möchte, weil die Einheit viel günstiger ist für diese Größe, dann sind es 13,07 Meter. Nehmen wir eine zweite Aufgabe. Ich habe jetzt 7 Meter und möchte davon 4,8 Dezimeter subtrahieren. Auch hier ist es geschickt, zunächst die 7 Meter und auch die 4,8 Dezimeter alles in Zentimeter umzuwandeln. Warum wandle ich nicht in Dezimeter um? Nun, weil ihr zurzeit noch mit ganzen Zahlen rechnen solltet und die Kommazahlen erst später kommen. 700 cm minus 48 cm sind 652 cm. Jetzt bin ich fertig. Ich kann natürlich auch noch sagen, das sind 6,52 Meter, muss ich aber nicht. Nehmen wir noch eine Aufgabe, diesmal keine Länge, sondern eine Masse. 14 Kilogramm und 300 Gramm möchte ich gern addieren. Ich rechne die 14 Kilogramm in Gramm um, das sind 14.000 Gramm, und nehme dann 300 Gramm dazu, das sind 14.300 Gramm. Das wandle ich wieder in 14,3 Kilogramm um. Was passiert jetzt, wenn wir multiplizieren oder dividieren wollen? Na, schauen wir uns das mal an. Wieso? Hier addiere ich doch nur 10 cm plus 10 cm plus 10 cm plus 10 cm plus 10 cm. Gott, ist das langweilig. Das sind doch 5 mal 10 cm. Genau. Und jetzt rechne ich 5 mal 10 und hänge die Zentimeter hinten dran. Dann haben wir nämlich 50 cm. Das bedeutet, wenn ich eine Größe mit einer Zahl multipliziere, dann multipliziere ich die Maßzahl mit der Zahl und die Einheit behalte ich einfach bei. Jetzt wird es interessant. Jetzt möchte ich meine 50 cm wieder durch 5 teilen. Was mache ich eigentlich? Ich dividiere die Größe durch die Zahl, indem ich die Maßzahl durch die Zahl dividiere und die Einheit beibehalte. Wir sind wieder bei 10 cm angekommen. Jetzt habe ich noch eine spezielle Aufgabe, nämlich wie viele Stücke erhält man, wenn man ein 7 Meter langes Brett in 35 cm lange Stücke zersägt? Ich muss also 7 Meter durch 35 cm teilen. Das kann ich wieder machen, indem ich in die Einheit umrechne, in die passende. Meine 7 Meter rechne ich in 700 cm um und teile das durch 35 cm. Ich muss also die 700 durch die 35 teilen und Zentimeter durch Zentimeter teilen. Das heißt, 700 durch 35 sind 20 und Zentimeter durch Zentimeter ist 1. Ist also keine Einheit mehr hinten dran. Ist auch logisch, ich will ja wissen, wie viele Stücke ich da bekomme, also 20 Stücke, völlig richtig. Das heißt, wir merken uns, der Quotient zweier Größen mit der gleichen Einheit ist eine reine Zahl. Das war ganz schön viel, wir werden das im Unterricht aber ausreichend üben. Viel Spaß dabei!